Hallöchen, ich wollte mich nur kurz melden. Und zwar geht es morgen für mich nach Garmisch. Ich mache einen Tagesausflug, besuche eine Freundin und werde dann auch versuchen, möglichst viel Wiese sammeln zu gehen, damit sie nochmal so eine letzte Ration bekommen. Und natürlich werde ich da aufpassen wegen der Fütterung und nicht von heute auf morgen umstellen, also keine Sorge. Ja, ich dachte dabei, dass ich euch mitnehme und wollte euch jetzt aber am Anfang noch kurz den Kaninchengarten zeigen. So, noch ein Update. Ich mache das gerade mit Blitz, weil es hier so dunkel ist hinterm Vorhang. Aber die sind schon ziemlich hoch geworden. Also zum Beispiel hier teilweise bestimmt 4-5 Zentimeter. Hier ist zum Beispiel was ganz Hohes. Ja. Ich wollte jetzt auch noch Frühstück für morgen vorbereiten für die Kaninchen, damit ich das morgen früh nicht machen muss. Und da zeige ich euch jetzt auch kurz, was die bekommen. Hallöchen zusammen. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, aber habe hier viele Clips eingeblendet. Da muss ich gleich sauber machen. Aber darum geht es gar nicht. Ich will nur mal ein kurzes Update machen. Und zwar, das richtige Häschen ist schon da, die Feli. Ja, ich habe vorhin mit der Tierärztin telefoniert bezüglich ihrer Kastration und ich werde jetzt 2 Wochen Rudi Capricno bei ihr ausprobieren, um zu schauen, ob das ihren Stress so ein bisschen lindert oder einfach ihre Aggressivität auch so ein bisschen runterfährt. Und dann werde ich nochmal anrufen und mich mit ihr besprechen und dann wirklich gucken, ob eine Kastration bei ihr notwendig ist. Ich bin vom Lidl und DM gerade zurückgekommen und dachte, ich zeige euch mal, was ich so geholt habe. Und zwar einmal Bio-Pastinaken, dann 3 Kohlrabi, wie man sehen kann. Unten liegen die Blätter. Hier in der Mitte einen Wirsing, eine große Sellerieknolle mit ein bisschen Sellerie, 2 Brokkoliköpfe und einen Salat. Ich bin mir unsicher, ob das gerade Eichblatt oder Lollo Rosso ist. Und einen Kopfsalat. Genau, das war die Ausbeute. Ich habe mich jetzt den ganzen Tag nicht gemeldet, wenn nichts Spannendes passiert ist bezüglich auf die Kaninchen. Ich war viel unterwegs, deswegen konnte ich nicht viel filmen, aber dafür die nächsten Tage. Ich wollte euch bloß das Abendessen zeigen. Es gibt Sellerieknolle, Romaner Salatherzen, den Salat, den ich geholt habe, Wirsing und Kohlrabi-Blätter. Und was bei mir jetzt neu ist, ich mache jetzt auch meistens schon das Frühstück gleich am Abend, damit ich am nächsten Morgen einfach, ich weiß nicht, entspannen kann. Ich muss nicht sofort aufstehen und mir die Zeit nehmen, um das Frühstück klein zu schnibbeln, sondern ich stehe dann auf, wann ich möchte. Also so wie eigentlich auch, aber ich greife einfach in den Kühlschrank und dann habe ich das Frühstück. Ja, Goldie hoppelt gerade rum. Genau, jetzt gibt es aber für die anderen auch das Abendessen. Guten Morgen. Da hinten sieht es wieder ein bisschen aus. Ist eigentlich jedes Mal dasselbe, aber heute ist es das erste Mal irgendwie so, dass die linke Toilette genauso intensiv genutzt worden ist wie die blaue. Naja, die mache ich jetzt dann nach dem Frühstück und oben im Häuschen werde ich das Stroh auch nochmal austauschen. Hier werde ich wischen und kehren müssen und frisches Heu gibt es jetzt gleich. Ja, und es gab jetzt auch schon Frühstück. Das ist das, was ich gestern Abend vorbereitet habe. Außer den Salat, den habe ich jetzt gerade noch dazu. Und ja. Ich werde jetzt gleich in die Stadt gehen, beziehungsweise später dann. Muss 2 Sachen zurückgeben und dann werde ich, glaube ich, gleich gucken, dass ich Sachen für die Verlosung hole. Muss mal gucken, wo ich die Sachen hole. Ob das dann DM ist oder
je nachdem, wo ich vorbeikomme. Und dann wird die Verlosung vielleicht davor schon online kommen oder danach. Und vielleicht kommen die Videos auch kurz nacheinander. Genau. Eigentlich kann er jetzt schon das mit dem Pfötchen geben, aber ich weiß nicht, ob es an der Hand liegt. Er macht es mit der rechten Hand auf jeden Fall und mit links kann ich das so schwer. Na, dann wohl doch nicht. Dann gebe ich es ihm so. Charlie. Ich bin jetzt fertig mit dem Putzen. Ich muss nur noch den Müll runterbringen. Und ja, hier ein bisschen frei machen, sonst passt alles. Ich habe auch mal wieder die Toiletten wirklich ausgewaschen auch, außer die Urinflecken bzw. der Urinstein geht halt nicht mehr so ganz weg. Ja, da habe ich Heu, da oben habe ich Heu in der Buddelkiste und in der Raufe. Das sind jetzt wieder drei verschiedene Sorten. Solange ich noch so viel da habe, versuche ich einfach vielfältig da zu füttern und ihnen schmeckt ja alles, aber so ein bisschen Abwechslung bieten ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Ja, und die beiden Mäuschen sind oben, da wurde auch alles frisch gemacht und ja, Fili ist im Häuschen, die muss ich jetzt gleich rausbekommen, weil sie jetzt gleich Rudicare Pregno bekommt, damit werde ich sie jetzt 2 Wochen lang behandeln, mal gucken, ob ihre Aggressivität so ein bisschen zurückgeht und dann wird eigentlich entschieden, ob sie kastriert wird oder nicht, beziehungsweise es liegt an mir. Ihre Gebärmutter muss man sowieso wieder kontrollieren lassen, weil sie ja da Auffälligkeiten hatte. Ja, aber ich werde jetzt gucken, dass wir ab heute diese Rudicare Pregno-Therapie anfangen und dann werde ich mal schauen. Also draußen ist jetzt alles soweit fertig. Ich habe jetzt gerade die Spritze aufgezogen und ja, das kriegen die. Beziehungsweise viele kriegen das jetzt 2 Mal am Tag. Ich gebe jetzt 0,35 Milliliter, weil sie jetzt nicht so schwer ist. Und ja, ich bin gespannt, was das bringt. Mal gucken, ob ich das Ergebnis jetzt noch in dem Vlog feststellen kann. Aber ich werde jetzt nicht 2 Wochen lang filmen. Deswegen schaue ich generell mal, was sich die nächsten Tage so tut. Ich habe Feli vor ein paar Minuten dieses Rudicare Pregno gegeben. Und jetzt genießt sie es in der Buddelkiste. Ist ja auch keine richtige Buddelkiste gerade, aber sie mögen es total. Ich glaube, ich lege mal ein Tuch drüber oder so. Vielleicht mögen sie das ja auch ganz gern. Und was auch neu ist, dass ich da jetzt immer so eine Zeitung drunter packe. Also ich lege schon genug drüber, damit sie jetzt nicht unbedingt die Zeitung anknabbern. Aber sie haben die noch nie angerührt, habe ich jetzt nicht gesehen. Und sonst mögen sie es total. Aber was ich mir dachte eben, dass ich hier was drüber lege, damit sie da unten nochmal so einen kleinen Ort zum Zurückziehen haben. Einfach so eine kleine Kuscheloase oder so. Muss ich mal gucken. Und die beiden da oben schenken sich gerade Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr es so sehen könnt. Ja, kuscheln. Wollen auch nicht runterkommen. Ja, dafür hat die Herrin hier unten freie Bahn. Und genießt es, glaube ich, auch. Als ich in Garmisch war, habe ich übrigens ein bisschen Wiese sammeln können. Und zwar Labkrautspitzwegerich, einfach süße Gräser, Wiesenbärenklau, der ist jetzt schon weg und Löwenzahn. Kaninchen haben sich auf jeden Fall sehr gefreut. Das war jetzt, denke ich mal, die letzte Ration für dieses Jahr. Außer ich sollte nochmal irgendwo hinkommen, wo es Vieh gibt. Ja, ja, vor allem Goldie hat sich gefreut, das merkt man. Weil sie ist, glaube ich, ja okay, Feli ist es auch ziemlich gewohnt gewesen von Geburt an, aber Goldie hatte auch ziemlich viel Gras oder Wiese im Gehege. Und bei Feli war das alles schon ziemlich abgetrampelt. Aber ich glaube, da ist Goldie schon am naturnahsten aufgewachsen. Ja. Aber Charlie hat sich auch über den Löwenzahn gefreut. Also ich bin jetzt wieder daheim. Ich habe gerade zugemacht. Weil hier wieder totale Marienkäferplage ist, wie ihr es nie bis sehen könnt. Weil jetzt die Sonne wieder scheint, sind alle drinnen. Beziehungsweise hier am Balkon. Es sind aber auch ein paar drin, deswegen habe ich jetzt zugemacht. Das nervt mich nämlich echt. Und die abends hier rumfliegen und ständig gegen die Decke, das ist total laut. Ja, und jetzt ist es gerade total schön draußen. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, was ich für Deko gekauft habe. Und zwar 2-mal so ein Kürbis von Teddy.
für 4 Euro. Und diesen Geist hier, der hat auch 4 Euro gekostet. Und die Sachen habe ich geholt, um Fotos zu machen. Ich habe jetzt schon ein bisschen was probiert. Ich kann euch das mal zeigen. Allerdings sind die jetzt nicht super geworden. Ja, das waren jetzt 3 Fotos. Vili hatte keine Lust. Die ist jetzt gerade erst raus. Aber wenn ich rausgehe, dann wird sie wieder ins Häuschen gehen. Deswegen muss ich nächstes Mal da so ein richtiges Setup auch aufbauen. Vielleicht auch mit Stroh hier auf dem Boden. Mit den Kürbissen dazwischen und Erbsenflocken. Dann bleiben sie vielleicht auch sitzen. Ja, das habe ich jetzt einfach geholt, um Halloween-Fotos, wie gesagt, zu machen. Auch Herbstfotos mit den Kürbissen und Halloween, und Weihnachtssachen. Weihnachtssachen, ich habe Sprachprobleme, die hole ich dann auch im Laufe der nächsten Wochen einfach.